Hey Leute, es freut mich, wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug von Cube Gameplay Transport Viva 2 wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button für meinen Kanal zu drücken. So seht ihr, wenn es etwas Neues gibt. So, hallo Leute, herzlich willkommen zur 81. Folge von Transport Viva in der zweiten Staffel. So, wie ihr sicherlich gemerkt habt, 3 Wochen lang ging nichts, kam nichts, weil ich war im Urlaub. Dieser ist leider jetzt vorbei. Aber was soll's. Irgendwann muss man ja auch wieder seinen Tätigkeiten nachgehen. Gut, und unter anderem Tätigkeit Transport Viva. Jetzt auch wieder aktuell. Wir haben hier unsere schöne Zuggarnitur. Doppeltraktion. Eine ganze Menge Güterwagen hinten dran, um so einiges zu transportieren von A nach B. Und zwar, es ist der Warentransport, der wird einmal Kohle, Eisenerz ins Stahlwerk bringen. Danach werden wir den Stahl und die... Ups, hier hinten haben wir sie. Die Kunststoffe in die Warenfabrik bringen. Dort werden wir Waren herstellen und diese werden wir dann nach Essen bringen. Gut, dann lassen wir uns mal einsteigen. Wir fahren jetzt hier erstmal noch durch den Bahnhof durch, weil wir sind ja immer noch nicht an unserem Zielbahnhof angekommen. Wir müssen erstmal unser Gleis finden, unsere Strecke, und dann geht's los. Sollten wir jetzt hier links rüber wechseln. Genau, dann sollten wir uns in dem nächsten Bahnhof einfinden, was dann die Kunststofffabrik ist. Und dort werden wir dann mal sehen, vielleicht schon die ersten Waren aufnehmen. Oder den ersten Kunststoff. Schauen wir mal. Gut, ja, ich glaube 120 sollte die Höchstgeschwindigkeit sein. Wir haben relativ viel Gütergleise oder eigene Gleise. Daher sind die 120 schon okay. Es ist ja auch ein recht langer Zug, den wir hier durch die Landschaft bewegen. Ja, muss selber erstmal wieder reinkommen in die ganze Karte. Wie gesagt, 3 Wochen lang nicht gespielt. Ja, erstmal gucken, wo wir hier stehen geblieben sind, was wir hier machen. Und genau, da fahren wir mal die Kunststofffabrik an. Rostock Fracht nennt er sich, der Bahnhof. Dort steht ein Güterzug drin, auch eine schöne Doppeltraktion. Ich glaube 250 oder 243 sollte das sein. Der Deutschen Reichsbahn. Genau, hier wird auch fleißig angeliefert, dass wir Rohstoff produzieren können. Oh, ich glaube, da vorne liegt sogar schon was für uns. Für wen sollte das sonst sein, wenn nicht für uns? Na, schauen wir mal gleich. Zack, angehalten. Oh, und 6-mal Kunststoff eingeladen. Sehr schön. Na dann, fahren wir nicht ganz leer durch die Gegend hier. Und funktioniert das schon mal, dass wir Kunststoff bekommen? Und dass wir hier unsere Reise einfach fortsetzen? Wir werden mal ein bisschen aufs Fenster schauen und uns mal nichts angucken. So, dann muss ich auch mal ein bisschen Schönbau betreiben, mal die Städte, Straßen jetzt mal so ein bisschen schick anpassen, dass man halt auch mal Autos oder LKWs sieht. Die Warenketten, Parkplätze und so weiter und so fort. Dass das alles im Prinzip nicht nur so hingeklatscht aussieht. Ja, hier zum Beispiel, weil die Straße nicht endet, dass da ein Parkplatz drin ist, meinetwegen für den Bahnhof, dass da Autos stehen, dass da eventuell auch Busse fahren und so weiter und so fort. Aber das wird so nach und nach im Schwimmbau geschehen. Da habe ich oft vielleicht mal das eine oder andere mit euch gemeinsam. Kein Thema. Aber jetzt sind wir ja erstmal da, hier unsere Städte noch zu versorgen.
Genau. So, da schleichen wir unten durch die Brücke durch. Oben düst unser Hypertrain rüber. Und Lichtgeschwindigkeit, die wir mit diesem Zug hier nie erreichen werden. Aber trotzdem schöne Bilder. Unten die Autos. Da drüben nochmal ein weiterer Güterzug. Ja, so langsam ist die Bewegung geblieben auf der Map. Der ist der. Sorry, dass ich gehen muss. Genau, Knopfmodus. Die Städte wachsen auch, sind schon relativ groß geworden. Hochhäuser stehen, glaube ich, in jeder Stadt. Aber inzwischen schon, was uns hier noch so ein bisschen fehlt, sind einfach mal auch der ein oder andere Flughafen. Oder dass wir halt einfach mal auf den Flüssen auch mal das ein oder andere Schiff anlassen. Ja, das ist auch noch so ein bisschen, was noch nicht geschehen ist. Gut, dann fahren wir jetzt hier mal in den nächsten Bahnhof rein. Das ist die Eisenerzmine. Dann setzen wir uns mal wieder ein bisschen unabhängig hin. Genau, hier schaut es aus, als wenn wir ja auch eine ganze Menge Material mitnehmen können. Hier für uns bereit liegt, was wir dann alles mitnehmen. Wenn nicht wenig sein. 173 Einheiten, das passt. Ich glaube, die haben wir aber auch nicht lange an Bord. Die laden wir demnächst. Ich glaube, das nächste sollte Stahlwerk sein. Werden wir die dann wieder abladen. Ja, macht ja Sinn. Müssen wir ja nicht mit hinten herziehen. Ist ja doch Gewicht, was da am Zug dranhängt. Sind wir dann wahrscheinlich um einiges schneller in der Beschleunigung, wenn wir das entladen haben. Wie gesagt, rasen können wir sowieso nicht, da die Strecke relativ viel Kurven beinhaltet. Aber schauen wir mal, oben wieder oder da hinten so ganz kurz zu sehen. Ein Dieselgüterzug. Da ist die Abgase gesehen, über der Lok. Hier der Hypertrain verlängert sich hier nach Hannover. Oh, was haben wir da? Na, sieht kurios aus. Zwei Prellböcke. Wie habe ich denn das hinbekommen? Egal, werden wir korrigieren. Genau. So, es geht durch den Tunnel unten durch. Und dann sollten wir schon weiter sein. Ein Stück ordentlich bergauf. Das ist. Lagerplatz im Bahnhof. Ja, ein paar Gleise. Das müssen wir gucken. Das müssen wir ausspringen. Wir sind gleich wieder drin. Wo denn hier überhaupt? Ach, hier hinten ist ein Stahlwerk. Okay. Gut, wir hängen definitiv dran. Haben wir gerade gesehen. Hier, Stahlwerk hat Eisenerz bekommen. Das ist diesmal ein kleines Stück weg. Ist nicht direkt daneben. Genau, Beschleunigung, glaube ich mal, ist recht ganz passabel hier. Doppeltraktion, Güterzug, 100 km/h in 5 Sekunden. Passt schon. Die Streckenabschnitte sind jetzt auch nicht allzu lang, dass wir hier über 160 ausspielen könnten. Aber ich sehe gerade, über 120 sind wir definitiv. 140, okay. Absolut, 120 Kilometer auch gereicht. Hier bremsen wir schon wieder ab, weil wir schon wieder kurvenreiche Gegend haben. Erstmal von der Brücke und dann ins vorhandene Gleis reinkommen, soweit ich das sehe. Da hätten wir dann die Warenfabrik, da werden wir erstmal die Kunststoffe abladen. Längeln.
Aber das kann man wieder zu ruhig machen. Hier die Anfahrt. Zum Container, Kunststoffbahnhof. Ist die Gleise, das sind Durchfahrtsgleise, die gehen auch nach Essen, soweit ich weiß. Also wir sind, waren hier nicht durch, im Bahnhof durch. Da war ja hier summa summarum nur die Gleise haben. Zum B- und Entladen, das vierte ist ja hier im Prinzip blockiert, in den Containern. Genau, hier wird gearbeitet. Hier werden wir dann auch mal noch den einen oder anderen LKW hier ranfahren lassen, dass ein bisschen Bewegung rankommt. Hier sehen wir den schönen Zuckerzug mit seinen Waren in Richtung Essen. So, zack, jetzt haben wir die Waren abgeliefert. Dann würde halt im Prinzip beim nächsten Umlauf würde dann noch Stahl fehlen und dann nehmen wir irgendwann hier auch die Waren mit und bringen die dann nach Essen. Aber jetzt sind wir erstmal hinter dem Kollegen. Noch haben wir freie Fahrt. Der sollte aber vorausfahren und relativ schnell weg sein. Weil der fährt nur durch unseren Kohleminenbahnhof. Ruhe ich hier dagegen halten an. Und schauen mal, was wir an Kohle mitnehmen können. Da sollte inzwischen auch schon ein bisschen was liegen. Okay, hier im Gegenverkehr haben wir noch keinen. Also einen Kollegen der Linie sehe ich jetzt hier noch nicht. Aber wie gesagt, sind drei Züge. So. Muss dann auch nochmal nachschauen, wie viele Linien wir seit dem letzten Würfel gebaut haben. Seine Gleise, die waren jetzt erst da. Ich mal davon aus. Wieder mal uns auf der Rücke aus, weil wir müssen da nicht fahren. Übrigens kann er gleich die Kürzung auf die Fahrheit nehmen. Genau, jetzt gucken wir wieder unser eigenes Gleis hier. Schaut was aus. Ich muss mal hier kurz Pausentaste betätigen, weil es hat klingelt. So, weiter geht's. Ja, lass uns ja nochmal kurz reinhüpfen. So, da haben wir schon einiges an Kohle lagern. Das wird ja hoffentlich nicht die Normalität sein, dass der so vollgestopft ist. Weil wir haben ja drei Züge, die hin und her fahren. Wird es dann hoffentlich nochmal ein bisschen weniger werden. Mal gucken, wie wir Einheiten. Das ist auch hier 200 und. Das ist noch mehr aus 300 und. Uiuiui. 449, fast voll. Eine Einheit fehlt. Aber gut. Okay, jetzt geht's eigentlich nach Essen rein. Da würden wir dann die Waren abladen. Und dann hätten wir unsere Strecke einmal befahren. So schaut's aus. So, was machen wir denn heute noch? Ja, muss ich mal gucken. Sollen wir mal schauen. Wie gesagt, ich hatte drei Wochen Urlaub, drei Wochen auch wirklich nicht. Transportfieber gespielt. Habe ich nicht getan. Lass mal gucken, wo waren wir stehen geblieben, was wollten wir machen. Ja. Gut, selbst in Essen gibt es schon einige Hochhäuser. Also da auch, ich glaube, weiß gar nicht, ob wir Nahverkehr in Essen haben. Dann gleich mal nachschauen. Wenn nicht, werden wir da das ein oder andere Omnibusfahrzeug mal einsetzen. Und dass wir auch ein paar Personen
kann ich B bekommen. Wunderbar. Aber zuerst fahren wir mal im Bahnhof rein. Und zwar in den Güterbahnhof. Wir haben ja hier beide Bahnhöfe recht dicht beieinander. Durchfahrtsgleise für eventuelle Flugdurchfahrten. Hier schlängeln wir uns langsam in den Bahnhof hinein. Kurz ich da mal. Ging halt nicht anders, um nicht von der Häuser wegzuweisen. Wollte ich nicht, wollte ein paar stehen lassen. Ansonsten fahren wir ja halt ein bisschen langsamer rein, aber das ist ja keine Durchfahrtsstrecke, wir halten eigentlich sowieso an. Von daher kann ich ein bisschen langsam in den Bahnhof hineinfahren. Gut, abladen sollten wir hier noch nichts, da wir noch keine Waren haben. Damit geht es wieder retour Richtung Stahlwerk. Und wir laden wieder alles aus. Gut, das ist für uns jetzt mal so das Signal, um auszusteigen. Bis Güterzug. Und wir gucken mal, ob wir hier einen Nahverkehr haben. Doch, wir haben schon Nahverkehr. Jupp, auch Essen entwickelt sich hier schon weiter. Und in der Höhe nach da. Genau, lasst uns hier mal die Straßen ein bisschen anschließen. Genau, dass das nicht ganz so abgewürgt ausschaut. Wenn wir hier einfach mal hier oben runtergehen. Vielleicht mal. Aber bitte schön mit Ruhe, wenn denn würde ich hier gerne runtergehen wollen. So, wenn wir uns dann hier unten anschließen. Halt auch genutzt werden. Genau, was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch ein paar Straßen. Aber ich glaube, das ging so ganz gut alleine hin. Der hintere Teil hier, der Bahnhof wird angefahren. Hier haben wir eine Straße noch mitten im, ja, endet hier zwischen den Bahnhöfen. Die Durchfahrtsgleise jemals brauchen, weiß ich nicht. Hier hatten wir eine Umgehungsstraße, genau. Jetzt können wir noch ein bisschen was ansetzen. Ja, hier werden wir mal mit einer Unterführung arbeiten, dass wir hier einfach mal reinkommen. Tunnel das Ganze. Ich möchte das Haus ganz gern behalten. So machen wir das an. Nehmen wir die Straßen mal wieder weg. Jetzt können wir nämlich das hier 1:1 wunderbar verbinden. Das wäre hier nicht ganz so ausgeprägt. Bauen. Genau, wir machen das mal so. Das passt. Und dann haben wir halt hier und hier eine Verbindung und man kann sich dann halt überlegen, was andere mit Häuser etc. Wenn man schon hin. Hier haben wir die Kohle. Das gut. Damit hätten wir die Linie erstmal ins Leben gerufen. Hier wird ordentlich gefahren. Hannover liegt ganz schön viel Werkzeug rum. Warum liegt das hier rum? Warum benötigt das hier keiner? Was ist hier los?
Hannover. Lass uns mal gucken. 30 von 153. Was haben wir hier? Seid eigentlich im Einzugsgebiet vom Bahnhof drin, so wie ich das sehe, richtig? Hier nicht. Okay, dann lass uns hier mal eine kleine LKW-Linie hinbasteln, weil wir haben ja alles da. LKW-Port haben wir da. Genau. Macht sie aus. Was haben wir hier noch? Gut, dann brauchen wir hier mal eine kleine Haltestelle. Eine Entladestelle für LKWs reicht völlig aus. Muss nichts Großes sein. Große, da ist sie. Können wir mal hier hinstellen. Damit klicken wir hier mal den Bereich ab. Und hätten hier ganz normal eine Linie. Und hier nach dort. Dann sollten wir auch sagen, wir möchten eine neue Linie haben. Das wäre dann Berg zurück. LKW. Das passt. Dann lasst uns hier mal eine Farbe nehmen in Blau. Option hinzufügen. Einmal von hier nach da. Zack. Aus. Ah, gut, dann brauchen wir mal ein Depot. Ich schon ein Depot, weil wir ja eigentlich hier schon, haben wir denn hier schon Linien? Ja, haben wir noch gar keine. Jo, macht gar keinen Personenverkehr. Na, da müssten wir mal ein bisschen angreifen, würde ich sagen. War vielleicht irgendwann mal abgestorben dabei. Und Gebäude brauchen wir erstmal ein Depot, indem wir hier am Depot nicht. Straßenfahrzeuge, Busse, LKWs, das passt. Ein bisschen was Älteres. Genau, das werden wir mal gleich in dem anderen setzen. Also Fahrzeuge kaufen, wir hätten hier ganz gerne mal Cargo-Fahrzeuge, wir möchten transportieren Werkzeuge und dann sind wir mal ein bisschen umweltfreundlich. Alle Güter werden hier transportiert. Da seid ihr jetzt einfach mal auf der richtigen Linie. Wir werden dann hier mal gleich bleiben. Wir werden hier noch ein paar alte Stellen hinzubauen. So, was haben wir denn hier am Bahnhof? Nichts am Bahnhof. Und ändern. Dort ein Gebäude, lass uns hier mal was ordentlich Großes nehmen. Was ist das? Ist dran zu werden. Nehmen wir hier mal so ein schönes. Lass uns das mal. Als nächstes dran. Bahnhof. Das sieht nicht so aus. Wird nämlich nicht, dass wir da nicht dran hängen. Jens, wir probieren das einfach nochmal.
Straße, lassen Sie ihn machen. Und ein kleines Stück Straße hinkommen. Abreißen. Ich will nur, dass wir hier mal ein Stück näher rankommen an den Bahnhof, dass wir dann unsere Busstation hier ranbasteln können und die dann halt auch Verbindung hat mit. Genau. Dann nehmen wir die hier weg und dann hängen wir jetzt eigentlich direkt. Das ist aber ganz schön schwer, muss ich sagen. Zack. Hup. Weg. Wir werden das anders machen. Wir werden uns hier mal eine Straße entzaubern auf der anderen Seite. Nehmen wir mal was recht Breites. So, dann schauen wir jetzt mal, wie das hier funktioniert, ob das funktioniert. Irgendwie sind wir immer einen Ticken zu weit weg. Das gefällt mir nicht. Lass uns mal eine andere Station nehmen. Vielleicht haben wir damit mehr Glück. Das hat zu passen. Okay, dann ist es halt. Straßennetz hier hinten irgendwie. Ja, da hinten irgendwie klappt das gar nicht. Wenn wir uns hier rüber schlängeln. Geht nicht so viel. Und hier möchte ich dann noch eine Brücke drüber haben. Ich hier gerne mit einer Brücke arbeiten. Lass uns mal die Straße etwas weniger breit konzipieren. Umgeschoben. Das sollte passen. Was nehmen wir hier für eine Brücke? Wälzen runter.
Oder wir machen es anders. Wir fahren hier rüber. Tun wir natürlich auch. Hier war relativ. War mit Uwe hier. Da war ganz schön hoch hier. Die Rampe müssen wir hier mal ein bisschen. So, und dann hier nochmal das Ganze. So. Das sieht gut aus. Dann fahren wir hier rein. Ja, hier rein. Hier wird es dann so passen. Und dann hier. Relativ schwungvolle Fahrbahn hin. So, dann hätten wir hier mal unsere Stationen. Passagiere bräuchten wir hier immer noch was dickes, schönes, normales. Ein bisschen schick machen wir den natürlich auch noch. So, wir fahren hier mal los. Wir werden hier mal als erstes mit dem Bus halten. Dann geht's hier stadteinwärts. So ein bisschen mitnehmen. Dann hier wieder lang. Dann hier, 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 hier. Dann lasst uns mal. Lass uns mal hier setzen und die werden wir mal mitnehmen. Ich, genau. So, ihr fahrt denn hier ein bisschen ins Gebiet rein. Hier lang, hier, hier. Dann mal hier lang raus. Hier vorbei. Dann mal hier oben rum. Genau, dann mal hier nochmal kurz halt. Hier werden auch Häuser entstehen. Und dann. Sehr schön. Damit hätten wir unseren Rundkurs erstmal erledigt. Schnell mal eine neue Linie. Das wäre Bus Hannover. So, hier nehmen wir mal ein kleines A und hier nehmen wir mal Bus 1 Hannover. Du bekommst auch eine schicke Hannover Farbe, wie die auch mal aussieht. So. Und dann sagen wir neue Linie und wir starten hier. Dann nach dort. Dort entlang. Hier. 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 Dann tun wir hier mal
Tasten ab. Dort entlang. Dann gehen wir wieder rein. Und dann geht es wieder zurück. Sehr schön. So, unter Hannover fahren wir hier in der 2 und dort fahren wir unter Hannover in die 1. Damit kommen wir uns hier erstmal nicht in die Quere. Aber vielleicht kann man hier nochmal vielleicht auch noch was ganz anderes auswählen. Genau. Das passt. So, unser Depot. Oh, haben wir ja hier hinten gebaut. Dann hätten wir hier mal ein paar Bierbusse, die da eine. Was haben wir denn hier an umweltfreundlicher elektrischen Kaffee? Genau, nehmen wir mal den. Wir haben eine ganze Menge. Eine ganze Menge Strecke. Ich glaube mal 15 Busse. Sollten hier passen. Das wäre Bus 1. Super, sehr schön. So, damit na, wollen unsere Busse nicht raus. Na, was? Los. Los hier. Im Depot, Fahrzeug verwalten. Das ist doch unsere Linie. Hier für Schwierigkeiten. Na gut, dann gucken wir uns das im Off an. Schaue ich mir das im Off an, warum die Sache hier nicht funktionieren will. Eins. Warum bist du hier unter Linie 1 geführt? Dominant. Gut, dann ja, schauen wir mal. Müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir es natürlich hier. So, die Linie weg. Wir müssen natürlich auch die richtige Linie nehmen. Doch. So, damit haben wir die alle. Fahrzeuge verwalten. Alle Straßenfahrzeuge, die hier im Depot stehen. Hannover. Weg. Und jetzt nehmen wir nochmal 1 Hannover. Sehr schön, damit macht es plopp. Busse fahren raus. Hier werden wir noch die Linie anpassen oder die Farbe anpassen. Wenn das helle Schoko. Gut, dann werden wir uns hier auch mal in so einen Bus hineinsetzen. Wir werden gleich mal eine Runde mitfahren. Damit sage ich auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Axel.
Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn die Würfel fallen. Ein Like, Abo oder einen Daumen nach oben wären toll. Spiel mit, bestimm, was wir wo, wann bauen. Bis dahin, tschüssi, euer Axel K.